Ja, hallo alle zusammen, willkommen zurück. Teil 2 Wartungsvideo oder Funktionserklärvideo von einer Kapselrolle, von einer Spincaster, von einer Abumatic, jetzt kann man es nicht lesen, Abumatic 320. Also eine Kapselrolle, die so stehend auf der Route gefischt wird. Ich habe es gesagt im ersten Video, sehr beliebt in Amerika, bei uns eher selten. So, was habe ich jetzt gemacht? Video unterbrochen, ich habe das alles gereinigt und geputzt, wie so oft auf meinen Videos und habe auch die Zeit mir genommen, dieses Bremssystem von dieser Rolle mal zu durchschauen. Seht ihr die Teile vor mir liegen, das ist sehr interessant, habe ich noch nie so gesehen. Wusste nicht, wie das funktioniert und ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen eine Ahnung. Aber wer sich mit den Rollen auskennt, wenn jemand zuguckt, ein Abo-Experte, bitte schreibt es in die Kommentarfunktion, ob ich auch hier alles richtig mache beim Zusammenbau. Da gibt es nämlich so ein, zwei Fragen, da bin ich mir gar nicht sicher. Also zusammenbekommen werde ich es, aber was die Schmierung angeht, Fettauftrag und so weiter und so fort. Also, diese Rolle, ich habe es im ersten Video gesagt, hat keine Bremse, die man einstellen kann von außen. Kein Sternrad, kein Knopf, nichts. Ja? Sie hat aber schon eine Bremse, so eine, wie soll man sagen, so eine automatische oder halbautomatische Bremse. Und zwar funktioniert es so, wenn man die Kurbel, also hier ist das Gehäuse, da ist dann hier so die Kurbel dran. Wenn man die Kurbel so ein bisschen zurückdreht, dann wird im Inneren die Bremse gelockert. Im Getriebe wird Druck abgebaut und dann kann der Fisch Schnur ziehen. Das ganze Getriebe dreht sich dann rückwärts, die Kurbel bleibt fest. Wenn man dann wieder ein Stück nach vorne dreht, Entschuldigung, dann ist die Bremse wieder zu. Also, wie ist es aufgebaut? Kurbelachse, hier ist eine Metallplatte. Da drauf sitzt so eine zweite Metallplatte und da oben sehen wir so einen kleinen Stift. Der kommt da rein. So sitzt es da drauf. Hier, das zeige ich noch, hier in diesem goldenen Rad, hier sitzt die Klinke für die Rücklaufsperre drin. So. Also hier, das ist so eine Klinke. Da sind zwei so Metallflügel drauf. Die Metallflügel greifen hier links und rechts auf dieses Rad. Und wird dann mitgenommen, ja? Mitnehmerfunktion, sage ich immer. Also ich muss gucken, ich muss umdenken, weil hier ist die Kurbel rechts bei der Rolle. Das sitzt also so drauf und wenn man dann nach vorne kurbelt, dann geht es so hoch. Wenn es zurückschlägt, dann sitzt es so fest. Nochmal, wenn man nach vorne dreht, geht es so hoch. Und wenn man zurückschlägt, oder wenn die Kurbel ein Stück zurückschlägt und das Rad, dann drückt es hier dagegen. Okay, gut. Also, wie gesagt, wir haben hier diese goldene Platte, die sitzt da drin. Hier ist ein Stift. Auf diesem Stift sitzt hier dieser Haken. So. Und das ist drehbar. Wenn man jetzt hier das dreht, ihr seht, der geht dann nach oben. Diese Haken. Hier im Inneren, das ist das Hauptrad, hier im Inneren von dem Hauptritzel, da sehen wir diese Ausbuchtungen und die greifen hier in diesen Huggel da, in diese Hervorhebung, die wir da sehen, auf diesem Haken, auf dieser Klinke. Jetzt baue ich das mal zusammen und das funktioniert so. Also ich drehe nach vorne. Ich kurbel nach vorne, es dreht sich mit. Wenn ich das jetzt ein Stück zurückdrehe, dann ist das Rad hier, lässt sich rückwärts drehen. Das ist dann frei beweglich. Wenn ich es wieder nach vorne drehe, ein Stück die Achse, dann ist es wieder fest. Zurück, dann ist es drehbar. Und wenn der Fisch im Drill in die Schnur geht, dann dreht sich vorne die Glocke, die Schnurführung gewissermaßen, das Pinion-Gear und dieses Rad dreht sich nach hinten. So funktioniert das. Also, interessantes Prinzip. Kannte ich so noch nicht. Wirklich sehr interessant. Gut, jetzt geht es daran, dass wir das zusammenbauen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß nicht, ob ich das hier leicht fetten oder ölen soll. Oder auch hier, wo diese beiden Scheiben aufeinander reiten. Ich lasse es jetzt mal. Wenn jemand sagt, da muss eine dünne Fettschicht drauf, dann schreibt es mir, dann werde ich das nachträglich noch machen. Aber jetzt lasse ich es mal. Und dann baue ich das zusammen. Okay. Tief durchschnaufen. Und ich fette das nachher. Tief durchschnaufen und hoffen, dass alles gut geht. Ja? So ist es zusammengebaut. Diese Klinke ist unten. Das heißt, ich kann dieses Hauptrad da jetzt ganz leicht draufsetzen.
Jetzt wird's spannend. Da kommt ja nämlich jetzt hier so eine Spannungsscheibe drauf. Diese Platte hier. Die kommt da drauf. Also dieses Kupferfach, diese kupferfarbene Spannungsplatte, die sorgt einfach für Spannung und für Druck. Und die wird auf der Achse fixiert mit diesem kleinen Wellenring, mit diesem E-Clip. Und jetzt haltet mir die Daumen, ihr seht jetzt nichts, haltet mir die Daumen, dass ich diesen E-Clip hier gut drauf bekomme. Dass der mir nicht wegfliegt, weil diese Spannungsscheibe da, die hat schon einen gewissen Druck. Aber ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Also, Spannungsscheibe leicht gebogen. Hier ist dieser Clip auf der Achse, der hält das jetzt alles zusammen. Auf der anderen Seite, aha, jetzt ist mir das hier auseinandergefallen. Super, das wollte ich nicht. Hier sieht man diese Klinke im Inneren. Das ist mir jetzt hier auseinandergefallen. Jetzt muss ich schauen, dass ich das treffe. Gut. Ja, jetzt funktioniert. Sitzt wieder drin. Das wird hier durch so einen großen Ring gehalten. Sitzt es fest. Hier waren dann zwei Beilagsscheiben drauf. Zwei so kupferfarbene Beilagsscheiben. Tja. Und jetzt tue ich hier mal doch einen Tropfen Öl drauf. Weil diese Spannungsscheibe, in der Hoffnung, dass das dann auch funktioniert. Aber jetzt, wo ich es zusammengebaut habe, also man kann das hier ja, ein Stück hin und her drehen. Aber ob diese Bremse so richtig funktionieren wird, schauen wir mal. Okay, gut. Das Gehäuse. Hier vorne, da sehen wir die Schnur, so eine blaue Schnur drauf. Das ist hier nur so eine Rille, wo die Schnur aufgewickelt wird. Es gibt keine Spule, die rauf und runter geht. Die Schnur wird nicht verteilt. Die sind einfach so da aufgewickelt. Aber es scheint zu funktionieren. Gut, jetzt bekommt das Hauptrad hier Fett auf die Zähne. Hier die Achse, die im Gehäuse steckt, kommt Pinselstriche fett. Dann brauchen wir hier diese Klinke für die Rücklaufsperre, setze ich hier so drauf. Und die sitzt, ist mir heruntergefallen, das muss ich jetzt euch noch zeigen, die sitzt hier im Gehäuse unten im Eck auf diesem Stift. Da ist so ein kleiner Stift. Auch kupferfarben. Und jetzt wird es haarig, bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Also ich setze diese Klinke hier auf dieses Rad. Und jetzt geht es daran, jetzt muss man zielen. Also, das seht ihr jetzt nicht. Ich lasse das jetzt hier hereinfallen und sehe zu, dass ich gleichzeitig treffe diesen winzigen Sockel, auf dem diese Rücklaufsperrenklinke dann reitet. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob ich das hinbekomme. Und das Ding fällt mir hier immer runter. Das ist jetzt ein Arbeitsschritt, es tut mir leid. Ich drücke das jetzt mal vorsichtig mit der Zange etwas zusammen, weil mir das weil es nicht richtig hält und immer wieder herabfällt. Und
das ist jetzt ein Arbeitsschritt, da werdet ihr auf dem Video nichts sehen. Also die Achse muss ins Gehäuse. Und die Klinke der Rücklaufsperre muss auf diesen Stift. Ich sage jetzt nichts, muss mich konzentrieren. Ich habe ihn verkehrt rum eingebaut. Drum funktioniert es nicht. Muss ich auch nochmal zeigen. Vorne, nein, ich habe ihn doch richtig rum, nee, verkehrt. Diese Rolle hat die Kurbel natürlich rechts und sieht aber aus wie eine normale Stationärrolle und da muss man immer seitenverkehrt denken. Also, Moment. So sitzt das im Gehäuse, man dreht vorwärts. Das heißt, die Klinke muss so sein. Also das stimmt. Jetzt probiere ich es nochmal und zeige euch das Ergebnis und erkläre euch dann auch nochmal, was ich falsch gemacht habe oder wo ich meinen Denkfehler hatte. So, langsam rein damit. Also das ist wie eine OP am offenen Herzen hier. Die Klinke saß jetzt richtig auf diesem Stift, aber sie ist dann wieder verrutscht. Habt Geduld. Also, ich zeige es nochmal. So montiert muss man das wieder falsch. So. Jetzt funktioniert es. Okay. Hauptrad ist drin und hier unten seht ihr die Klinke und die muss nach oben zeigen mit ihrem Ende und jetzt ist sie richtig drin. Wenn man es vorsichtig dreht, also ich drehe es nach vorne, Rücklaufsperre funktioniert. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ich drehe ein bisschen, Klinke wird vom Rad weggedrückt, wenn ich zurückdrehe, fasst sie. Okay, gut, Gott sei Dank ist es drin und bevor da jetzt wieder etwas auseinanderfällt, lasse ich das Ganze so, wie es ist. Jetzt kommt hier die Achse dran. Also das hier ist die Achse. Hier vorne sitzt die Glocke drauf. Wieder, das dicke Ende kommt also nach vorne. Und die muss man jetzt von vorne einführen. Ich habe auf die Achse etwas Fett getan. Führt man also jetzt von vorne ein. Dann kommt hier zunächst so eine Beilatscheibe. Jawohl. Dann kommt hier dieses kleine Zahnrad drauf. Das ist innen nicht rund, die Öffnung von diesem kleinen Zahnrad, sondern hat zwei gerade Seiten und auch die Achse ist hier hinten am hinteren Ende nicht rund, sondern ist abgeflacht an zwei Seiten. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das zeige. Jetzt schiebe ich das Ganze hier
Durch müsste doch gehen. Geht's nicht. Ah, es geht nicht, kriegt die Achse nicht durchgeschoben, weil hier drin so ein Mechanismus ist. Und das wird jetzt spannend. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, den habe ich nicht gesehen. Wie bekommt man den ab? Oder jetzt muss ich noch weiterbauen. Also, hier ist so eine Bügelfeder. Die sitzt hier drauf und da drin sehen wir eine kleine Druckfeder und das muss raus, das muss auseinandergebaut werden, damit man die Achse da reinkommt. Und hier drin ist so ein Kunststoffding, das kann man jetzt zurückschieben und jetzt erst kann ich die Achse hier einführen. Jetzt geht es ganz leicht, da hinten kommt sie raus und dann muss ich diesen Federmechanismus da vorne wieder zusammenbasteln. Das habe ich nicht bemerkt am Anfang. Und wie gesagt, auseinander ging die Rolle ohne diesen Schritt, aber zusammen geht es nicht. Also so schaut es aus. So kommt also jetzt die Achse da hinten raus. Ja? Freude hier an diesen Angelrollen, die man nicht kennt. Die Achse muss vorne ganz bündig rein. Und hier, dieses Teil habe ich jetzt mal rausgeklopft. Das ist eine kleine, dünne Metallscheibe. So, okay. Also. So ist es richtig. Also Achse, Pinion Gear, da ist eine Scheibe davor, müsste alles passen. Hier vorne diese die Achse vorne ist plan oder bündig. Okay, jetzt bauen wir das hier wieder zusammen. Hier ist so ein Schlitz, da wo ich mit dem Finger hin zeige. Da kommt diese Platte rein, die lässt man einfach reinfallen. Kommt hier diese kleine Druckfeder da drauf. Dass sie da so drin sitzt. So. Und jetzt kommt hier diese Bügelfeder wieder drüber, die diese Druckfeder eben nach unten drückt. Auf diese kleine Metallscheibe, die dann wiederum unten in die Achse, in eine Rille greift, wenn man die Schnur freigibt. So. Boah, Leute. Aber ich muss sagen, spannend, spannend, spannend. Das ist eigentlich viel spannender als irgendeine längst bekannte 0815 Stationärrolle auseinanderzunehmen. Hier lernt man was, hier lernt man was. Und jetzt bin ich hier dabei, diese Bügelfeder da drauf zu setzen. Und hoffe, dass sie mir nicht wegfliegt. Und gut, dass ich hier zwei Videos gemacht habe, zwei Teile, weil das wäre in einem Teil nicht machbar gewesen, jetzt hier mit diesen Hürden und Komplikationen, die sich jetzt hier auftun. Okay, so.
Jetzt sitzt das Ding hier wieder drauf. Gut. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Tief durchschnaufen. Also die Achse ist drin. Hier dieser Mechanismus ist wieder korrekt zusammengebaut. Jetzt kommt hier hinten diese lange Feder auf die Achse. Und die ist am Ende fixiert. Auch wiederum mit so einem C-Clip, mit so einem dünnen Wellenring. Jetzt muss man hier die Feder zusammendrücken. Dann diesen Wellenring draufdrücken. Ich hoffe, dass er mir nicht dreimal in die Rolle fällt. Nein, er sitzt. Super. Also hier hinten ist jetzt dieser kleine Wellenring drauf. Die Feder ist etwas gestaucht. Und wenn man die Taste, das seht ihr gleich, wenn sie die Rolle zusammengebaut ist, wenn man die Taste drückt um zur Schnurfreigabe, dann geht die ganze Achse so nach vorne. Und hier dieses Achsstück bleibt dann vorne. Wenn man die Rolle dreht, ein Stück, dann müsste eigentlich der Schnurlaufmechanismus wieder gehen. Jawohl, geht. Jawohl, so funktioniert das. War jetzt gut, dass ich das so getestet habe, um einfach um zu gucken, ob es grundsätzlich geht, ob es im Prinzip funktioniert. Gut, boah, so. Jetzt kann man es schon zusammenschrauben, es fehlt nicht mehr viel. Die Taste, die muss so, und der Seitendeckel, das steckt man so zusammen, das Teil hier steckt hier drin, und dann wird das Ganze so hier drauf gesetzt. Sollte funktionieren, fühlt sich zumindest nicht schlecht an. Die beiden Schrauben hier rein, die sehen aus wie Spacks aus dem Baumarkt, hier diese beiden Schrauben für das Seitenteil. Eins, Nummer zwei. Also das war jetzt eine sehr interessante Rolle, die hat jetzt echt Spaß gemacht, weil ich hatte keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert. Man macht es auf und es sieht sehr übersichtlich aus. Es scheint nicht allzu kompliziert zu sein. Auch mit dieser Bremse, aber dann hat man doch diese Überraschung hier vorne mit diesem Mechanismus. Also es ist dann doch nicht so primitiv, wie man glaubt. Und ja, war interessant, war sehr interessant. Gut, das ist fertig. Das Gehäuse ist zusammengeschraubt. Dann machen wir als nächstes die Kurbel wieder drauf. Aufgesteckt. Dann hatten wir hier diese Mutter. Na. Widerspenstig ist manchmal so. Hier los. Ach, da steckt irgendwas drin, irgendeine kleine Scheibe. Die steckte da drin und hat verhindert, dass das Gewinde hier gefasst hat. Zehner Schlüssel. Das ist jetzt wieder ein Video, wo ich wenig rede, weil ich wirklich mich ziemlich konzentriere. Dann kommt hier vorne die Glocke drauf. Die wird mit einer ziemlich großen, aber kurzen Schraube fixiert. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Wird es funktionieren?
wie sie funktionieren soll. Wird sie besser laufen? Ich habe jetzt hier dreimal Probe gekurbelt und habe schon festgestellt, nee, so richtig rund und weich läuft die nicht. Aber es geht. Aber hey, die ist ruckig. Also das ist wirklich. Also Getriebe, das Getriebe, die Zahnräder, das ist jetzt kein gewohntes Abo-Qualitätsprodukt, muss man echt sagen. Schauen wir mal, hier den Hebel drücken. Jawohl, die Glocke geht nach vorne. Okay, jetzt hat es ein bisschen gehakelt. Aber funktioniert. Super. Also, wie gesagt, ein Top-Produkt ist es nicht. Es ist nicht das Florett, sondern eher der Säbel, würde ich sagen. Das war also die Wartung oder das Erklärvideo, Versuch eines Erklärvideos zu einer Abomatic 320. Einer ziemlich rustikalen und nicht besonders teuren, viel Kunststoff verbauten Kapselrolle Spincaster, die jetzt gerade etwas ruckig läuft. Warum? Aber das gucke ich mir nochmal an. Im Prinzip haben wir sie gereinigt, neu gefettet und wir haben einen Einblick bekommen, wie dieses Getriebe und diese Synchrobremse funktioniert. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Freitagsvideo. Ciao.